Der erste Otto-Brenner-Preis dotiert mit 10.000 Euro für Bastian Obermeier und Friedrich Obermeier. Und der Preis gilt ihrer besonderen Rolle bei den Recherchen und der Veröffentlichung der Panama Papers, die Geheimnisse des schmutzigen Geldes. Und für die Laudatio darf ich jetzt Jurymitglied Professor Volker Lilienthal von der Uni Hamburg hochholen. Ist schon da. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Bastian Obermeier, lieber Friedrich Obermeier und liebe alle, die mitgeholfen haben, die Panama Papers, diese unerhörte Geschichte von der globalisierten Gier ans Tageslicht zu bringen. Warum überhaupt Panama Papers? Der Titel zieht einen historischen Vergleich zu den Pentagon Papers, die 1971 von der New York Times und der Washington Post veröffentlicht wurden, was mit dazu beitrug, den Vietnamkrieg zu beenden. Der Whistleblower Daniel Ellsberg hatte das möglich gemacht. In seiner Aktentasche trug er die Geheimpapiere aus dem Pentagon heraus, um sie über Nacht, teils unter Mithilfe seiner Kinder, daheim auf einem Fotokopierer zu duplizieren. Am Ende waren es 7.000 Seiten. Heute geht das viel leichter. Daten werden massenhaft auf USB-Sticks herausgeschmuggelt oder sie kommen übers Netz. So oder ähnlich war das auch bei John Doe, diesem geheimnisvollen Unbekannten, über den wir zu Recht nicht viel wissen. Denn der Informantenschutz gehört zu den unverbrüchlichen Grundsätzen des Journalismus. Ohne ihn gäbe es keine Vertrauensbeziehung zwischen Insidern und Journalisten. Informanten mit allen nur erdenklichen Vorkehrungen zu schützen, das wird heute umso wichtiger, je mehr der Informationsaustausch digital vollzogen wird und damit anfällig ist fürs Belauschen durch Geheimdienste und andere. NSA und Co., aber auch Facebook und Co. wissen zu viel über uns. Aber auch der überwachungskritische Journalismus wird glücklicherweise immer effektiver. Über 400 Journalisten haben in diesem Projekt bis zum Erstveröffentlichungstermin im April dicht gehalten, eine wahrhaft verschworene, eine verschwiegene Gemeinschaft. Bedeutet nun die Freihauslieferung von 11,5 Millionen Dokumenten statt nur 7.000 Seiten wie 45 Jahre zuvor, dass es für Journalisten unendlich leichter geworden ist, mit Enthüllungen Rabatz zu machen? Das Gegenteil ist der Fall. Die Beschaffung mag einfacher geworden sein, doch die Auswertung ist so unendlich viel schwieriger, schon durch die Masse des Materials. Hierfür verlässliche Verfahren entwickelt zu haben, auch das gehört zu den preiswürdigen Leistungen der beiden Obermeiers von der Süddeutschen Zeitung, aber auch des beteiligten internationalen Rechercheverbunds ICIJ. Die Panama Papers sind eine journalistische Großtat, wie es sie noch nie gab. Ein grandioses Unikat, was den Globus umfassende Dimension des Enthüllten angeht. Und sie sind der Superlativ des internationalen, des transnationalen Journalismus, weil hier über 400 Journalisten systematisch, konzentriert und verschwiegen zusammengearbeitet haben. Doch singulär und hervorzuheben bleibt die Leistung von Bastian Obermeier und Friedrich Obermeier von der Süddeutschen Zeitung, die ihr Reporterglück, das John Doe exklusiv zu ihnen kam, durch unermüdliche Gegenrecherche perfekt verwandelt haben in einen Scoop von globaler Reichweite und mit noch unabsehbaren Folgen. Keine Kleinigkeit und kein Nebenbei, das komplizierte Geflecht von steuervermeidenden Offshore-Konstruktionen, das Tableau von verwickelten superreichen Potentaten und Politikern, nicht nur verständlich, sondern überaus attraktiv beschrieben zu haben. Neben der Rechercheleistung, alle Behauptungen in diesen Dokumenten mussten ja erstmal gegengeprüft werden vor Veröffentlichung, ist also auch die sprachliche Vermittlungsleistung hervorzuheben. Die SZ-Zeitungsserie, die wir heute mit dem ersten Preis des Otto-Brenner-Preises 2016 auszeichnen wollen, besticht nicht zuletzt durch die redaktionelle Orchestrierung
mit der die SZ die skandalösen Neuigkeiten seit dem 4. April raffiniert dosiert an die Öffentlichkeit gebracht hat. Ihren Ruf, die einzige deutsche Weltzeitung zu sein, hat die Süddeutsche Zeitung mit dieser großartigen Mega-Investigation hervorragend beglaubigt. Die Enthüllung der Panama Papers kam Schlag auf Schlag, 4 Wochen lang nahezu täglich. 250 Artikel bislang und anhaltend bis heute. Das ist kritischer Journalismus als olympischer Hochleistungssport, Goldmedaille. Unsere Preisträger Bastian Obermeier und Frederik Obermeier sind Marathonläufer im Langstreckenprojekt der Aufklärung. Sie gaben der Weltgesellschaft, ihren Bürgern und politischen Systemen die Chance, sich für etwas mehr Gerechtigkeit zu entscheiden. Ende offen. Wir sind heute Abend bei der Verleihung eines Journalistenpreises. Wenn wir in einem Promotionsverfahren in der Wissenschaft wären, würde man sagen, summa cum laude. Herzlichen Glückwunsch. Frederik Obermeier ist da. Sie sagen uns gleich noch vor Bastian. Herzlichen Glückwunsch, Frederik Obermeier. Sie schreiben sich mit AI und Sie sind nicht verwandt mit Bastian Obermeier, mit AY. Der ist heute leider nicht da. Wo ist der? Ja, Bastian hat nach den Panama Papers oder schon während der Panama Papers entschieden, er braucht jetzt eine Pause und er will eine Pause und die hat er sich, glaube ich, auch nur verdient und er macht jetzt ein Sabbatical und ist gerade in den Vereinigten Staaten, richtet Grüße aus. Es tut ihm wirklich leid, nicht hier zu sein. Er hat auch eine kleine Videobotschaft mir auf den Weg mitgegeben. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt anschauen sollen oder ja, später. Ja, ich glaube, die ist bereit. Vor ungefähr 1,5 Jahren hat sich eine anonyme Quelle bei mir gemeldet und hat mir Daten angeboten, viele Daten. Ich habe mir damals einiges gedacht und vieles vermutet, zum Beispiel, dass alles Quatsch ist. Das kommt oft vor. Oder dass sich gerade wieder jemand wichtig macht. Ich meine, wer nennt sich schon John Doe? John Doe. Noch dazu war das echt ein schlechter Tag. Wir waren bei meinen Eltern und es waren alle krank. Und wenn ich damals irgendwas nicht vermutet hätte, dann, dass daraus eine Monstergeschichte wird, die tagelang, wochenlang die Welt in Atem hält. Dass wir daraus ein Buch machen, Frederik und ich, das sich in 14 Sprachen übersetzt und dass wir mit 400 Kollegen aus über 80 Ländern an diesem Projekt arbeiten, ein Jahr lang, und dass wir wirklich den Otto-Brenner-Preis bekommen. Jedes Jahr, seit ich schreibe, habe ich versucht, mich für diesen Preis zu bewerben. Oder habe mich beworben, habe versucht, ihn zu gewinnen. Aber leider ohne Erfolg bisher immer. Jeder Journalist denkt ja, dass dieses Motto gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten ganz besonders auf ihn selbst zutrifft. Man recherchiert ja so gründlich und man ist ja selbst zu kritisch. Ich habe ihn nie gewonnen, wie Sie alle wahrscheinlich wissen. Und man muss leider auch sagen, der kritische Journalismus steht derzeit nicht so richtig gut da. Denn was man dafür braucht, ist viel Zeit und viel Geld. Und viel Verständnis von denjenigen, die das beide hergeben. Zeit und Geld. Nämlich die Chefs. Es gibt nicht mehr viele Orte in Deutschland, wo man das machen kann. Wo sich ein Team ein Jahr lang zurückzieht und sagt, wir haben so ein Projekt. Wir glauben, das wird gut. Es war auch nicht jeder bei der SZ glücklich. Ich meine, ein Jahr haben wir gefehlt in der aktuellen Berichterstattung oder bei Sonderthemen, bei besonderen Recherchen, wo auch immer. Und wir haben allein 30.000 Euro ausgegeben, nur für Computer und Festplatten. Das ist nichts, was irgendein Chef froh macht, vor allem nicht, wenn man gar nicht weiß, was rumkommt. Aber, und dafür werden wir immer dankbar sein, Herr Leindecker und unsere Chefredaktion hat vom ersten Tag bis zum letzten Tag voll mitgezogen. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir ein Problem sind, sondern wir hatten immer das Gefühl, da steht jemand hinter uns. Und so haben sie uns beide in die Lage gebracht, dass wir das wirklich durchziehen. Und wir haben es durchgezogen. Meistens sogar mit guter Laune. Nicht immer, aber meistens.
Denn es war nicht nur ein wahnsinnig anstrengendes Jahr, es war ein wahnsinnig anstrengendes Jahr, aber es war auch ein wahnsinnig tolles Jahr. Es war ein Hammerjahr und deswegen ist es auch besonders schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann bei dieser Preisverleihung heute Abend. Ich möchte mich aber bedanken bei der Jury für das Vertrauen, dafür, dass sie uns ausgewählt haben für diesen tollen Preis und schicke nochmal viele Grüße aus Michigan. Frederik, Prost, schick mal ein Foto nachher, okay? Und jetzt einen wunderbaren Abend. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, Frederik Obermeier, was für eine filmreife Geschichte und was für ein Ja für Sie beide. Die E-Mail der anonymen Quelle, die sich John Doe nennt, die ploppte unter nicht ganz optimalen Umständen, wie wir gerade gehört haben, bei Ihrem Kollegen Bastian Obermeier auf. Wie haben Sie dann davon erfahren? Also ich erfuhr durch einen Anruf von Bastian, der mich in der Elternzeit traf, von diesem Projekt. Da wusste ich noch nicht, dass es ein Projekt ist. Bastian sprach nur ganz ominös von so einer Sache, ganz interessant, irgendwas, so ein Kerl hat sich bei ihm gemeldet, sagt den Namen nicht, lass uns mal reden, ich kann am Telefon nichts sagen. Und es war irgendwie, normalerweise ist Bastian schon eher jemand, der einfach mal rausprescht und einfach alles erzählt. Und wir haben uns dann getroffen an einem Abend in einem kleinen griechischen Restaurant in München und er hat mir von John Doe erzählt und von den Daten, die John Doe uns angeboten hat. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Mossack Fonseca vor einem Jahr kannte. Wahrscheinlich nicht so kaum viele einer. Leute. Ja. uns ging es ähnlich und ich glaube, wir sind bei zwei kleinen Recherchen schon früher mal so auf so eine Firmen gestoßen, die von Mossack Fonseca aufgesetzt wurden. Briefkastenfirmen, die Recherchen verliefen alle im Sande, weil wir eben nicht weitergekommen sind. Und deswegen hat es uns interessiert. Und ich glaube, sonst hätten wir wahrscheinlich John Doe auch gesagt, nee, danke, kein Interesse, Mossack Fonseca, wer ist das? Mhm. Aber Sie haben dann doch gewittert, da ist eine brisante Geschichte dahinter. Das, irgendwie. Was nur so wie so ein kleiner Stachel in uns sitzt, diese zwei Geschichten haben wir bis heute nicht fertig gemacht, dafür haben wir andere gemacht. Also Briefkastenfirmen, mit denen weltweit Steuern hinterzogen, illegale Geschäfte im ganz großen Stil gemacht wurden, alles im Zusammenhang mit dieser ominösen Kanzlei Mossack Fonseca in Panama. Über ein Jahr haben Sie beide daran gearbeitet, unter absolut strikter Geheimhaltung. Ich glaube, nicht mal die Reinigungskraft durfte Ihren Raum das ganze Jahr betreten. Sie haben inzwischen auch ein Buch darüber veröffentlicht. Was war das für ein Jahr für Sie? Und wie konnten Sie das alles so geheim halten sozusagen? Sie konnten ja mit niemandem reden. Es war ein ziemlich verrücktes Jahr und auch als ich die Laudatio gehört habe, habe ich auch gemerkt, so richtig habe ich es auch immer noch nicht so, kann ich es noch nicht wahrhaben. So das, was dann mit diesem einen Anruf angefangen hat, jetzt mit dieser Preisverleihung auch so einen schönen Höhepunkt findet, dass wir ein Buch darüber geschrieben haben. Es war ein anstrengendes Jahr, körperlich anstrengend, auch geistig sehr anstrengend und der Punkt der Geheimhaltung war wirklich ein sehr, sehr schwieriger. Hier sind einige Journalisten im Raum, ich glaube, ich trete niemandem zu nahe, dass ich sage, wir sind eine Branche, die eigentlich sehr, sehr gern darüber redet, was sie macht. Und umso schwerer fiel es uns nicht, darüber zu reden. Das fing schon mit so Kleinigkeiten an, dass ich, als ich aus meiner Elternzeit zurückkam, von Kollegen aus dem Ressort von Herrn Prantl im Aufzug begrüßt wurde, schön, dass du zurück bist aus dem Sabbatical. Und das tut dann so ein bisschen weh, wo man so gerne so erzählen will, ja, ist ja, nicht Sabbatical, ich bin schon lange wieder da, ich mache da was. Und man muss immer irgendwie eine blöde, langweilige Ausrede auch finden, weil man will ja nicht irgendwie Nachfragen produzieren. Das war die größte Datenmenge, die überhaupt jemals geleakt worden ist. 2,6 Terabyte Daten, 11,5 Millionen Dokumente. Will man angesichts solcher Massen nicht doch einfach sofort wieder aufgeben? Ja, und ich glaube, unser Vorteil war, dass es nicht von Anfang an so viel war, sondern dass es mit ein paar Dutzend Gigabyte angefangen hat und dann immer mehr geworden ist, weil ich glaube, sonst hätten wir ziemlich schnell auch gesagt, es ist zu groß, was wir dann auch ja für uns auch ziemlich schnell gesagt haben. Es ist für die SZ mit allen den Ressourcen, die sie hat, ein zu großes Ding. Wir brauchen Hilfe, deswegen haben wir dann das ICJ, also das ist so ein Journalistenverein mit Sitz in Amerika auch eingeschaltet, haben sie gefragt, ob sie Interesse haben an diesem Projekt und damit, ja dann, jetzt am Ende waren es 400 Journalisten,
von jedem Kontinent mit reingeholt. In 80 Ländern und dann haben Sie das sozusagen koordiniert und verteilt, die Ja, wir haben die Arbeit verteilt, was unser Vorteil war, und wir haben auch unser Risiko ja auch verteilt. Man muss ja trotzdem sagen, jetzt ist alles gut gelaufen, aber in diesen Daten sind ja Leute, mit denen man sich nicht unbedingt so gern anlegt. Das sind Mafiosi drin, Waffendealer, Drogendealer, der beste Freund von Wladimir Putin, der Cousin von Assad. Da ist es schon gut zu wissen, dass da jetzt 400 andere auch noch sind, die so im Fokus stehen. Und kann ich mir vorstellen. Zwei Journalisten nur in München. Und die Veröffentlichung hat dann tatsächlich einen enormen Druck auf die Politik weltweit ausgelöst. Der isländische Regierungschef ist zurückgetreten. Es gab vorgezogene Neuwahlen wegen der Panama Papers in Island. Welche anderen Konsequenzen gab es denn bisher? Also Island tut mir persönlich ein bisschen weh, weil da jetzt ein Mann oder es könnte sein, dass er der neue Regierungschef wird, der auch aus dem Kabinett des früheren Premiers stammt und der auch eine Firma hat von Mossack Fonseca. Mal sehen, was da rauskommt. Was sich sonst getan hat, ich meine, wir haben viele große Reden gehört seitens der Politik, aber ich glaube, wir sehen auch erste Schritte, dass man merkt, das ist eine anhaltende Diskussion, es ist eine Diskussion, die seitens der Politiker nicht ausgesetzt werden kann. Wir sehen, dass auch Herr Schäuble jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringt, der ein großer Schritt nach vorne ist, auch für Deutschland. Das sind Sachen, die hat er schon jahrelang sehr, sehr kritisch dem gegenüber und er hat eher gebremst. Jetzt sieht man, dass was passiert. Wir haben eine internationale Debatte. Wir haben erst heute, hat sich der Nobelpreisträger Josef Stiglitz zu Wort gemeldet, der auch morgen im Panama Papers Untersuchungsausschuss der EU spricht und der auch so ein Modell aufzeigt und zeigt, wir könnten was tun, wir müssen nur wollen. Und wir heißt auch nicht nur Länder wie Panama, sondern auch die Vereinigten Staaten, die auch ihre Steueroasen haben, auch die EU. Wir müssen uns immer noch ist Großbritannien Teil der EU und Großbritannien und seine Überseegebiete spielen eine sehr, sehr große Rolle im Offshore-Geschehen, aber auch andere Länder innerhalb von der EU. Schauen wir nur nach Luxemburg. Die Kanzlei Mossack Fonseca ist am Ende. Das steht auch fest, oder? Also der panamaische Präsident sagt zumindest, sie ist am Ende. Ich glaube es wirklich erst, wenn sie wirklich aufgehört haben und ihr Büro zugeschlossen haben. Die haben jetzt schon einige Filialen geschlossen. Wir hören auch, dass ihnen die Kunden nur noch so davonlaufen. Klar, wer will jetzt da noch hin? Das Frustrierende ist aber so ein bisschen, die Kunden sind ja dann nicht einmal so, dass sie sagen, liebe Steuerbehörden, hier ist mein Geld, sondern wir hören es auch von der Branche und haben auch schon sehr, sehr zynisches Lob auch für unsere Berichterstattung gekriegt, nämlich von der Konkurrenz dieser Kanzlei, die gesagt haben, danke, habt ihr es super gemacht, die Kunden kommen nämlich jetzt zu uns. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt hoffe, dass es auch bei diesen Kanzleien entweder Mitarbeiter, sonstige Lecks gibt, die irgendwann auch wieder Material an Journalisten nach außen tragen oder auch an die Behörden und dass es weitergeht, dass der Druck groß bleibt. Vielen herzlichen Dank, Frederik Obermeier. Dankeschön.